Ich hatte gerade mal eine verrückte Videoidee. Ich habe das hier entdeckt und ja, ich mache heute mit euch einfach mal, um es mal rauszufinden, den Einbürgerungstest online. Mal schauen, ob ich den einen für Sachsen natürlich. Ich wohne in Sachsen, im Bundesland Sachsen. Und mach mal den 33 Fragen. Mal schauen, ob ich clever genug bin, um den Einführungstest zu bestehen oder ob ich meinen Ausweis mal abgeben sollte. Ja, werden wir mal rausfinden. Ich beantworte mal diese 33 Fragen und dann werden wir mal schauen, ob ich bestanden habe oder ob ich mich beim Meldeamt melden soll. Ich möchte bitte meine Staatsbürgerschaft abgeben. So, die Fragen sind doch einiger mit allgemeinem Wissen, das sind Fragen, die lösbar sind. Ich werde mich wahrscheinlich bei der einen oder anderen Frage blamieren. Also bleibst dran. Wird spaßig, mich blamieren zu sehen. Wer ist das Wirtschaftssystem der DDR? Kapitalismus, Angebot und Nachfrage, Planwirtschaft, Marktwirtschaft, das war natürlich die Planwirtschaft? Fragezeichen. Nee, Ausrufezeichen. Welches Symbol ist im Plenarsaal des Deutschen Bundestags zu sehen? Der Reichsadler, große Güte. Die Fahnen der Stadt Berlin, der Bundesadler, die Reichskrone. Der Bundesadler, natürlich. Warum nennt man die Zeit im Herbst 1989 in der DDR die Wende? In dieser Zeit veränderte sich die DDR politisch von einer Monarchie zur Sozialdemokratie, von einer religiösen Staat zu einem kommunistischen Staat, von einer liberalen Marktwirtschaft zum Sozialismus, von einer Diktatur zur Demokratie. Ja, Diktatur. Wahrscheinlich die richtige Antwort ist ja. Ja, es ist die richtige Antwort. War irgendwie ja. Deutschland ist ein Bundesstaat, eine Diktatur, ein sozialistischer Staat, eine Monarchie. Schön wäre es, ein sozialistischer Staat, ein Bundesstaat. So müssen Sie sich anmelden, wenn Sie in Deutschland umziehen. Im Ordnungsamt, beim Standesamt, beim Einwohnermeldeamt, im Gewerbeamt. Das brauche ich ja hier nicht. Okay. Beim Gewerbeamt natürlich. In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil die Meinungsfreiheit gilt, weil die Religionsfreiheit gilt. What the fuck? Die Menschen Steuern zahlen, die Menschen das Recht, das Wahlrecht haben. Meinungsfreiheit gibt es hier. Was muss jeder deutsche Staatsbürger, jede deutsche Staatsbürgerin ab dem 16. Lebensjahr besitzen? Ein Führerschein, ein Sozialversicherungsausweis, Personalausweis, ein Reisepass. Ich würde mal sagen, ein Personalausweis. Da nehme ich nicht. Ja, ist richtig. Wie heißt Deutschlands heutiges Staatsoberhaupt? Es ist Bodo Ramelow. Gott sei Dank, nein. Bärbel Baas, Gott sei Dank auch nicht. Leider Frank-Walter Steinmeier. Welches ist das Wappen der Bundesrepublik? Okay, kann ich drauf klicken? Hier unten 1, 2, 3, 4. Ich wollte euch anklicken und zeigen, was das ist. PX, das Symbol für Priester, glaube ich, das ist für ein Priester, nicht das für Pontifex, glaube ich, oder Papst, oder Christ, bin ich weiß nicht. Das ist ein kirchliches Zeichen.
Das da drunter ist, das Wappen der DDR. Das daneben ist, glaube ich, das. Lass mich nicht blamieren. Von der Bundeswehr auf jeden Fall was mit der Bundeswehr zu tun. Das oben die Nummer 1, das Wappen der Bundesrepublik. Am 3. Oktober feiert man in Deutschland den Tag der deutschen Bundesländer Nationen Einheit Städte. Einheit. Wahlen in Deutschland gewinnt die Partei, die meisten Stimmen bei den Arbeitern und Arbeitern bekommen hat. Die meisten Stimmen bekommt, die meisten Männer mehrheitlich gewählt haben, die meisten Erststimmen für ihre Kanzlerkandidaten. Kanzlerkandidatin erhalten hat. Richtig wäre natürlich die meisten Überhangmandate gewonnen hat. Das wäre die richtige Antwort auf diese Frage. Weil du kannst auch noch wenig Zweitstimmen kriegen und trotzdem die Wahl gewinnen. Das ist dann wie die CSU. Du kannst dann trotzdem Leute im Parlament sitzen haben, obwohl du nur in Bayern antrittst. Hast du trotzdem die Wahl gewonnen, weil du hast Leute im Parlament. Obwohl du bundesweit wahrscheinlich nicht durch die 5%-Hürde kommen würdest. Also die Antwort gibt es hier leider nicht, aber wahrscheinlich die hier. Die meisten Stimmen, das ist, ach du Kacke, nämlich verklickt. In welchem anderen Land gibt es eine große deutschsprachige Bevölkerung? Tschechien, Norwegen, Spanien, Österreich natürlich. In Deutschland darf eine Frau nicht wieder heiraten, wenn ihr Mann gestorben ist. Schlimm wär's. Darf man nicht wieder heiraten, wenn man einmal verheiratet war? Schlimm wär's. Kann man mehrere Ehepartner und Ehepartner gleichzeitig haben? Darf man zur gleichen Zeit nur mit einem Partner eine Partnerin verheiraten? Was denn? Ich glaube, man darf aber. Wenn man einmal verheiratet war, kann man. Das ist nur eine Kirche so, dass man da nicht. Wird man ausgestoßen. Kann man also zum Standesamt kann man gleich nochmal hin. Das ist nicht. Mal einmal gehört, dass die Frau nicht mehr hören, wenn ihr Mann gestorben ist. Doch, also das gleich wieder heiraten, nachdem der. Kannst eigentlich schon. Ich glaube, eigentlich darf man schon wieder heiraten, nur während er noch nicht mal unter der Erde ist. Das wäre ein bisschen. Ob es das gehört, ist eine andere Frage, aber dürfen mehrere Ehepartner und Ehepartner gleichzeitig haben? Zur gleichen Zeit mit dem. Deutschland kann man mehr. Ich würde sagen, das hier. Bin ein bisschen ratlos. Was? Das liegt die Monogamie. Darf man zur gleichen Zeit nur mit einem Partner eine verheiraten? Okay. Bin dumm. Pfingsten ist ein bayerischer Brauch, christlicher Feiertag, internationaler Trauertag, deutscher Gedenktag. Natürlich ist das ein bayerischer Brauch. Das ist. Ja. Das ist eigentlich die Wahrheit. Irgendwie schon. Christlicher Feiertag natürlich. Tief in uns drin wissen wir, das ist die Wahrheit. Im Jahr 1953 gab es in der DDR einen Aufstand, an dem lange Zeit in der Bundesrepublik Deutschland ein Feiertag erinnerte. Wann war das? Gab es in der DDR einen Aufstand an dem. Es muss der 1953. Da war es nicht der 9. November. Bestimmt nicht. 1. Mai. Arbeiterbewegung.
Tag der Arbeit. Was? Nein, 17. Juni. Okay. Ich bin dumm. Klär mich auf, hier gibt es eine Erklärung. Die Unzufriedenheit der Menschen in der frisch gegründeten DDR gipfelte am 17. Juni 1953 in einen Volksaufstand. Bis zur Wiedervereinigung im Jahr 1990 wurde der 17. Juni in der damaligen Bundesrepublik Deutschland Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Heißt der Tag der... Interessant. Seit 1991 ist der 17. Juni ein Gedenktag. Ach, der 17. Juni war der Tag der Deutschen Einheit. Bist du da mal? Okay. Wusste ich nicht. Lern auch noch was dazu. Was macht einen Schöffe eine Chefin in Deutschland? Er, sie stellt Urkunden aus, entscheidet mit Richtern, Richterinnen für Schuld und Strafe, verteidigt den Angeklagten, die Angeklagte, gibt Bürger und Bürgerinnen rechtlichen Rat. Das ist der Rechtsanwalt. Das auch. Das ist ein. Wie nennt man das? Dings. Das ist es. Ja, natürlich. Eine Schöffe ist in Deutschland ein ehrenamtlicher Richter. Gemäß Paragraph 31 Gerichtsverfassungsgesetz. Damit entscheidet die Schöffe, die Schöffin mit den Richtern, Richterinnen über Schuld und Strafe. Okay. Was regelt das Wahlrecht in Deutschland? Also die wollen, können wählen. Wer wählen will, da, wer wählen darf, muss wählen. Wer wählen darf, kann wählen. Wer nicht wählt, verliert das Recht zu wählen. Schlimm wär's. Wählen darf, kann wählen. Alle, die wollen, können. Schön wär's. Alle, die wollen, können wählen. Das kann leider nicht, können leider nicht alle. Viel zu wenig können die Wahl ist Wahlrecht ab 18. Ein Skandal eigentlich. Ja, ist richtig. Wer wählen darf, kann wählen. Wer wählt den deutschen Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin? Der Bundestag, das Volk, die Bundesversammlung, die Bundesregierung. Der Bundestag, das finde ich nach wie vor ein Skandal, dass das nicht das Volk tut. Ein Ehepaar möchte in Deutschland ein Restaurant eröffnen. Was braucht es dazu unbedingt? Viel Verstand für Finanzen und Steuern und Business. Ein Gaststättenerlaubnis von der zuständigen Behörde, eine Genehmigung des Einwohnermeldeamts, eine Genehmigung einer Partei, die Erlaubnis von der Polizei. Zuständigen Behörde würde ich sagen. Richtig. Genehmigung einer Partei, das finde ich interessant. Wie soll das funktionieren? Wie heißt das Parlament für ganz Deutschland? Bundesversammlung, Bundestag, Bundesgerichtshof, Volkskammer. Das ist der Bundestag. Frage 21. In Deutschland kann ein Regierungswechsel in einem Bundesland Auswirkungen auf die Bundespolitik haben. Naja. Das Regieren wird schwieriger, wenn sich dadurch die Mehrheit im Bundestag ändert. Leichter, wenn es sich um ein reiches Bundesland handelt. Das Regieren wird schwieriger, wenn dadurch die Mehrheit im Bundesrat verändert wird. Leichter, wenn dadurch eine neue Part wenn dadurch neue Parteien in den Bundesrat kommen. Ich glaube, die richtige Antwort ist hier das hier. Schwieriger. Was? Schwieriger, wenn dadurch Mehrheit im Bundesrat. Okay. Bin dumm. Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne? Auch nicht diese Scheiß. Deutschland eigentlich warten und eigentlich ein Recht zu Völker gehört. Die Signale, schön wär's. Fröhliche schöne Güterfunken. Einigkeit und Recht und Freiheit. Das dreckige Lied.
Das ist da, die haben jetzt die Franzosen von Mutter La Patrie. Das ist, ich kann den Text von der französischen Hymne. Das ist, und es ist die Amerikaner. Es gibt so viele großartige Hymnen und die deutsche Hymne. Einigkeit und Recht. Kurz. Welche deutsche Stadt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in vier Sektoren aufgeteilt? Berlin? Jo. Was bedeutet die Abkürzung DDR? Die Deutsche Republik, Dritte Deutsche Republik, Deutsche Demokratische Republik, Dritter Deutscher Rundfunk. Okay. Deutsche Demokratische Republik, natürlich. Was sonst? Was kennzeichnete den NS-Staat? Eine Politik der Meinungsfreiheit? Oh Gott, ist das jetzt hier gerade ausgesprochen habe. Ach du Scheiße. Ist ja eine Antwortmöglichkeit. Psst. Der allgemeine oh Gott. Der Staat, Rassismus, Entwicklung der Demokratie. Das heißt halt. Hier. Welcher Krieg dauerte von 1939 bis 1945? Zweite Weltkrieg, der Erste Weltkrieg, der Golfkrieg, der Vietnamkrieg. Ja, 33 war die Machtergreifung schon. Und ja, 39 war durch Kriegsbeginn, Zweite Weltkrieg. In Deutschland ist ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin, der die Vorsitzende einer Partei, zu Oberhaupt einer Gemeinde, das ist der Chef, Chefin einer Bank, der Leiter, die Leiterin einer Schule, das Oberhaupt der Gemeinde, ist es. Eine Frau ist schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Sie ist kurz vor und nach der Geburt ihres Kindes vom Gesetz besonders beschützt. Wie heißt der Schutz? Geburtsvorbereitung, Wochenbett, Mutterschutz, Elternzeit. Ich blamier mich. Mutterschutz? Ja. Welches Land war keine alliierte Besatzungsmacht in Deutschland? USA, Frankreich, Japan, Sowjetunion. Japan. Stand auf der Seite der Nazis. In welchem Militärbündnis war die DDR Mitglied? Im Rheinbund, im Europabündnis, der NATO und Warschauer Pakt. Easy. Frage 31 schon. Für wie viele Jahre wird der Landtag in Sachsen gewählt? Vorsichtig, vier Blick. Ah, sind fünf. Na, der Bundestag wird für 4 Jahre gewählt. Wo können Sie sich in Sachsen über politische Themen informieren? Beim Ordnungsamt der Gemeinde, bei der Landeszentrale für politische Bildung, bei den Kirchen. Gott. Gott, nein. Der Verbraucherzentrale. Zentrale für politische Bildung ist es. Oh je, letzte Frage. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Ich habe drei, vier gemacht. Das wird knapp. In welchem Alter darf man in Sachsen bei den Kommunalwahlen wählen? In Sachsen? Haben die in Sachsen schon ab 16 oder? Vorsichtig auf 18. Richtig. Glückwunsch, bestanden. Sie haben 28 von 33 Fragen nicht beantwortet. Ah, na. Das dauert ungefähr ca. 25 Minuten. Damit hätten sie den möglichen Einbruchstest der Bundesrepublik bestanden. Dazu sind nur 17 richtige Antworten nötig? Fragezeichen. Es muss nur was? Nur wie viele Antworten? Okay, ich finde schon die 28 von 33 finde ich peinlich. Da hätte ich die eine oder andere Frage hätte ich richtig beantworten müssen. 17 von 33 muss man.
Unsere Staatsbürgerschaft wird verschenkt, Leute. Ich meine, diese Fragen. 17. Okay. Das überrascht mich jetzt. 17? Seriously? Nicht mehr ernst. Okay. Ich habe auch nochmal die richtigen und falschen Antworten. Ja, hier habe ich mich verklickt. Ich hatte keine Ahnung. Feiertag, das ist, bin ich da. Da war ich raus. Hier war ich ein bisschen verwirrt. Ja, 4 statt 5, das ist dann, ja, ist ein bisschen. Bundestag, Landtag ist ein bisschen. Ja, da war ich mit 28, hatte ich eigentlich richtig, da bin ich ja hier, naja, noch 7,5%. Okay. Ja, ist mir peinlich. Die meisten haben 32 richtig, also alle Fragen richtig, ist nur 10%, 10,7% haben alle richtig. 0,9% haben es nicht bestanden mit 16 Fragen. Das ist, also da durchzufallen, das ist wirklich, das ist schon eine Leistung. Da nur 16 Fragen zu machen, das ist schon, das ist übel. Gut. Na dann, da habe ich nach oben soll sich gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Blog aktivieren, Kommentare schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Habt noch einen tollen Tag. Man sieht sich. Ciao, ciao.